Bounty und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Wieder mit Idefix. Hallo. So, in der letzten Episode haben wir die ersten Schritte unternommen für unsere Basis auf dem Mars und es ist eine Back-to-Back-Recording. Ja, also das heißt, ich kann momentan noch nicht auf eure Kommentare eingehen, denn ich nehme das direkt nach der letzten Aufnahme auf. Also habt ein wenig Geduld, das Spiel Bock zu hart. Also, wir haben die Fuel Refinery gebaut in der letzten Folge und in der jetzigen Folge werden wir uns darauf konzentrieren, so ein bisschen die Infrastruktur weiter aufzubauen und dann auch mal eine Rakete zurückzubringen zur Erde. Und man sieht ja schon der Tank 8 von 60. Und ich glaube, es gibt sogar einen Research Point, was man erforschen kann, damit man hier nur noch die Hälfte der Kapazität braucht. Oder, naja, runtergesetzt. Also man braucht dann schon nicht mehr so viel Fuel. Und bevor wir jetzt weitermachen, pausiere ich mal das Spiel, denn die Drohnen haben momentan nichts zu tun. Wo ist mein Freund hier? Hallo, hier bin ich. Nein, nicht du. Der ist hier unten. Das ist der Erkunder. Und, Geldmittel von USA. Haben wir jetzt was Neues bekommen? Ist ja geil. Und wir sind immer noch am Sektoren am Erforschen. Und wir haben hier schon wieder Concrete. Das hört nicht mehr auf. Nee, aber die Edelmetalle sind neu. Ich glaube, da können wir... Die hier? Ja. Aha. Durchschnittliche Qualität. Wir müssen übrigens Edelmetalle zur Erde bringen, liefern. Und es gibt hier irgendwo, wo war denn das? Nicht Lexikon. Das war... war Lexikon die To-Do-Liste? Ich spiele mal hier ein Gebäude. Irgendwo gibt es eine To-Do-Liste. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, wo das Ganze ist. Was ist rechts unten noch? Moment. Hier wird gerade was von Steam angezeigt. Meilensteine, hier! Irgendwo heißt es, bis Sol 100 irgendeine Menge von Edelmetalle in die, Schweiz. Genau, in die Schweiz zu liefern. Ja, Schweizer Raumfahrt, noch nie davon gehört? Nein, woher denn? So, wir haben eine Polymer Factory, Edelmetall Extractor und. Und wir wollten ja unseren, ne, Beton Extractor mit einbauen. Was können wir denn hier erzielen? 207, ich glaube, 237, das nehme ich doch. Und das sollte im Radius dieses Drone Hubs sein. Wir können ja mal, ne, das ist der Erkunder, hier oben war der ganze Drohnen-Rower. Und ich würde mal sagen, wir bringen die da nach unten. Ich hoffe, die können dann da mal so ein paar Metalle noch sammeln. Und wir brauchen ein Kabel, Elektronik-Kabel. Und ich bin natürlich froh, wenn ihr Tipps in die Kommentare schreiben könntet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann gerade runterziehen. So. Weil 8 sind, glaube ich, sogar die Hexagons. Ich hätte es hier auch in der vorigen Folge abzählen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es passt eben nicht. Hast du dich beim zweiten Mal verzählt? Was habe ich mich verzählt beim zweiten Mal? Ja. Ist okay. Egal. Naja. So. Hau mal wieder weg, geht ja ganz fix. Zagikowski. Und dann hauen wir das Ganze nochmal mit rein. Stromkabel. Also es wäre das eine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann zu dem hier. Und das heißt, wir haben hier dann so ein Grid, was die Runde macht. So, wir lassen mal weiterlaufen. Achso, wir brauchen Drohnen hier unten, die das Ganze aufbauen. Sende ich dich mal da nach unten hin. Wie viele Drohnen haben wir denn hier drin? 4 von 8 Drohnen. Drohnen, Mann. Okay. Ach, guck mal, die fahren auch schon los. Die bringen, beladen mit. Geh zu Stromkabel. Alles klar, okay, das Stromkabel wird gebaut. Wir können mal wieder so ein bisschen... Unten hast du noch den großen Transporter. Ah ja, der ist voll, dankeschön. Ich glaube, wir bauen hier noch so ein Lager auf.
Einfach damit wir hier unten auch noch ein Lager haben. Das war das Falsche. Ich wollte eigentlich hier hin. Lager, Universallager. Direkt am Beton, beziehungsweise davor. Der Betonextraktor, der haut hier Müll raus. Das ist auch noch ganz wichtig zu sagen. Der haut hier Müll raus. Ich denke mal eher, ich weiß noch nicht, was wir hier drinnen bauen, aber wir können das Ganze auch noch umsetzen. Oder versetzen, besser gesagt. Du kannst mal alle Metalle hier unten hinladen. Was machst du? Du gehst... Genau, du gehst einladen. Sehr gut. Der ist hier. Hier kommen die ganzen Rohstoffe hin. Keine Ressourcen wieder mal. Es ist super. Ich spiele auf 120 Schwierigkeit. Und es ist hier Flaute. Unglaublich. Okay, das hier wird gebaut. Jetzt ist die Frage natürlich, unser erster Dom. Sollen wir den bauen? Wir brauchen eigentlich noch, bevor wir die Leute reinholen, Oxygen. Überbewertet. Nein, das ist das Wichtigste hier. Unterirdische Heizung. Keine Ahnung, was das ist. Tunnel habe ich mir schon angeguckt. Ausschlachten, alles klar. Brauchen wir momentan nicht. Wo war denn das? Moxie, ne? Moxie war Sauerstoff. So, wir bauen hier natürlich unser Grid weiter. Ich würde mal sagen, oh, guck mal, das können wir sogar so nah rannehmen. Pause erstmal. Okay, das geht nicht, ne? Das verbinden. Okay. Change of plans. Du weg. Was braucht denn der? Da stand jetzt gerade, der braucht nur Strom. Eine macht, glaube ich, aus Wasser Sauerstoff, oder nicht? Ja, guck, hier sind die ganzen Pipes. Dieses Gebäude benötigt Strom, steht dran. Okay. Wir brauchen nur Strom. Wir setzen uns trotzdem mal hin. Und gucken mal, was die Freunde hier damit bauen werden. Das ist ja, die erste Season soll ja so ein Kennenlernen-Faktor sein und nicht schön bauen und das Bestmöglichste aus dem ganzen Zeugs herausholen, sondern einfach mal zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Und hier werden Rohre verlegt. Die Männer kennen das unter euch. Haha, witzig. Als Frau darf ich da keine Witze mehr machen darüber. Ja, doch. Ja, es gibt aber noch schlimmere Frauen als ich, ne? Ja. So, wie sieht's denn hier aus? Treibstoff, aha, tägliche Produktion geschätzt 12. Ist aber viel, nicht schlecht. Und wir haben unser Oxygen. Und der braucht jetzt Strom. Und was wir dann auch gleich brauchen, ist ein Oxygen-Tank. Aber wir gucken erstmal, dass wir die Stromsache in den Griff bekommen. Sektor scanned. Und wir führen das mal hier unten durch. Und so rum kann man das nicht reinsetzen, aber das macht nichts. Ah, guck mal, hier hat er schon connected. Sehr hübsch. Alter Vater, ey. Cool. Mehr Fuel für die Raketen. Der hat 18, der hat noch 0. Das ist irgendwo auch verständlich. Cool, mehr Fuel. Ha, reimt sich. Nee, da brauche ich nicht. Ich brauche nicht Strom. Ich brauche einen Sauerstofftank. Der muss wohl auch an diesen Rohren befestigt werden. Wir machen mal zwei Tanks. Brauchen wir ja nur Metalle, also von dem her. Wir können sogar noch einen dritten da reinfriemeln. Oh, das passt perfekt. Haha, sexy. Und wir könnten dasselbe auf der anderen Seite nochmal spiegeln. Aber erst wenn wir es brauchen. Erst wenn wir es brauchen, natürlich, ist klar. Okay. Muss mit einem Luftverbraucher verbunden werden. Das ist mir klar. Wir haben hier einen Luftverbraucher. Aha, stündliche Produktion. Und hier sieht man das Luftlager. Sammeln wir mal den Sauerstofffluss. Versorgung des Netzes ab 5. Mhm. Und das Lustige ist, ich habe mich schon mal so ein bisschen spoilern lassen, die haben solche Anzeigen. Und die gehen wirklich hoch. Ist voll geil. Man sieht es hier. Oh, hell yeah. Surviving Mars, meine Damen und Herren. Geil. Wie sieht's denn aus mit Strom? Stromnetz. Gesamtbedarf 17. Und wir produzieren 20.
Gespeicherter Strom 301. Mhm, Wartung ist wahrscheinlich bald mal wieder fällig hier. Wir haben 23 von 60. Nicht funktionierendes Gebäude. Nicht genug Wasser. Nicht genug Wasser. Kann ich dein Ernst sein, oder? Ich vermute, es hat damit zu tun, dass du die Rohre sowohl für Wasser als auch für Benzin verwendest. Oder für Sauerstoff. Kannst ja in der Mitte mal die Verbindung abreißen, ob es dann wieder geht. Und meinst hier? Ja. Ich probiere das anders aus. Ich denke mal, es ist einfach ein... Okay, nein, an dem kann es nicht liegen. Nicht genug Wasser. Okay, das hilft uns nicht weiter, aber... Nicht genug Wasser. Ein Wasser fehlt. Hier verbrauchen wir wie viel Wasser? Gar kein Wasser. Doch, wir verbrauchen Wasser. Ist das ein Leck? Nee. Verbraucht kein Wasser. Da brauchen wir Wasser. Ach so, pass auf, der bringt nur die Luft hier durch. Und jetzt ist wieder gut. Ich glaube, der bringt nur den Sauerstoff. Der geht durch die gleiche Röhre. Verstehst du? Ja, darum kannst du. Und so kannst du nicht für beides gleichzeitig verwenden. Doch, kann man. Wie du sehen kannst. Wieso hat es dann gerade aufgehört? Pff, woher soll ich das wissen? So, alle Drohnen gehen los. Was brauchen wir denn? 10 Polymer. Oh, that's not cheap. That's not cheap. Ah, wir haben genügend. Komm, unser erster Dom. Und alle rennen dahin. Ja, jeder will einen Platz drin haben. Die Drohnen, die wohnen ja da nicht drin. Aber der muss wieder aufladen gehen. Guck mal, wie er blinkt. Haha, so geil. Ach ja, und wenn unsere Rover keine Batterie mehr haben, dann kann man die hier über so ein Cable setzen. Und der lädt sich dann wieder auf. Ah, die Batterie über das Stromnetz auf. So geil. Okay, du hast ausgeladen. Du könntest eigentlich mal wieder einsammeln hier. Der könnte auch Strom verbrauchen. Energie brauchen. Bisschen. Okay, dann laden wir dich erstmal auf. Was war das? Sektor scanned? Sehr gut. Wir bewegen uns mal in die Richtung weiter. Denn, oder hier nach oben. First Priority. Das sieht ja auch geil aus. Die Klippe wie zwei brauchst du nicht erforschen. Die hier? Nein, da kommt... Nummer zwei. Was Nummer zwei? Das doch, vielleicht gibt's hier noch irgendwas. Auch das hier. Das lasse ich mal. Weil hier kommst du eh nicht hin. Aber die zwei... maybe. Aha. Wurde erforscht. Sehr gut. Was haben wir denn noch? Unterirdische Beheizung. Neues Gebäude, unterirdische Beheizung, erhöht die lokale Temperatur in kalten Gebieten und schützt nahegelegene Gebäude vor Kältewellen. Da wir keine Kältewellen haben, brauchen wir das wahrscheinlich gar nicht. Drohnenschwarm, gerne. Treibstoffkomprimierung, das war glaube ich das, was ich gesagt habe, oder? Der Treibstofftank ist mit Abstand der größte und schwerste Bestandteil jeder Rakete. Die Komprimierung von Treibstoffen ist besonders wichtig, wenn man mit weniger Raketen größere Flächen zum Mars transportieren möchte. Okay. Ich glaube Nummer 2 sagtest du, brauchen wir. Ja, machen wir erst Raketen und dann Social Gedöns. Und wir brauchen irgendwann mal Nahrung. Also lass uns erstmal... Bah, ich will hier... das hier mit reinnehmen, falls wir dann irgendwann mal Leute hier haben. Okay, es fehlt an Concrete und wir haben wahrscheinlich kein Concrete mehr, ne? Das heißt, wir müssen den hier zum Laufen bringen. ASAP. Woher bekommen wir Maschinenteile? Universallager. Haben wir hier Maschinenteile? Wir haben noch Maschinenteile. Aber vielleicht sind die ganzen Drohnen nicht in der Reichweite. Also entweder die Drohnen sind nicht in der Reichweite von Lager oder nicht.
Ja. Und der hat noch Metalle. Lad doch mal alles aus noch. Sind an der Rakete gerade Drohnen übrig? Du sollst ausladen. Was ist los mit dem? Lager ist voll. Ach so. Wir brauchen ein Metalllager, scheiße. Okay, dann machen wir halt nochmal ein Metalllager. Und nochmal eins. Und ich denke mal. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber. Wenn wir hier den Concrete-Dingens haben. Okay, Fuel wird weiterhin produziert, das Ganze läuft hier, Oxygen wird aufgetankt, sehr hübsch. Nimm doch mal ein paar Drohnen und lass die Maschinenteile transportieren. Ich glaube, wir brauchen zwei Stück. Das funktioniert, glaube ich nicht. Ich kann nicht sagen, was er einladen soll. Zwei Maschinenteile. Ah! Pass mal auf. Betonlager hier. Jetzt sollten die Drohnen hier hinbringen und die anderen von hier aus nach unten. Funktioniert das? Nö, im oberen Lager sind sie doch super ausgerichtet. Wieso sollten sie es dahin transportieren? Aber was ich gemerkt habe, was ich dazugelernt habe, wenn du ein Metalllager hinmachst und Drohnen sind in der Nähe, füllen die das automatisch auf. Siehst du das? Ja. Wenn sie nichts anderes zu tun haben. Okay, dann ist das wohl nicht der Weg, den wir gehen können. Keine Ahnung, ob ich vielleicht... Was ist, wenn ich den hier hin move? Dass das Ganze in einem Radius drin ist. Das wird schwer. Aber wenn du es links von der Kuppel hast, könnte es gehen. Den Rover? Ja, ich weiß nicht genau, wie weit es reicht. Dass sowohl das Lager als auch die Betonen... Nee, das ist beides falsch. Autsch! Was für eine Reichweite hat die der Drohnen-Hub? Da ist beides drin. Dann weist doch die Drohnen mal dem Drohnen-Hub zu. Ja, weil hier sind keine Drohnen drin, ne? Ja. Pipe Leak reported. Pipe Leak? Ja, das wird repariert ASAP. Kannst du auch Drohnen herstellen? Nein, also weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob man das machen kann, aber... Du nach da. Ja, das reicht schon. Warum habe ich hier ein Lager? Wieso habe ich hier ein Lager? Ist es ein Lager? Ich habe keine Ahnung. Du kannst auf jeden Fall wieder hier hin aufs Kabel mal. Vorerst. So, ein Maschinenteil wurde abgeliefert und das zweite kommt sofort. Hoffe ich natürlich. So, Drone Hubs sind jetzt drei Drohnen. Geben wir mal nochmal eine. Dann haben wir hier mal vier in diesem Sektor. So, was fehlt uns denn hier noch? Concrete. Ach genau, deswegen haben wir uns hier mit beschäftigt. Was ist mit dir los? Geh mal ihm helfen, bitte. Batterie leer. Der ist zu weit gelaufen. Kann ich den Typen irgendwie helfen? Aufladen? Hallo? Ja, sehr gut. Oh yeah, baby. Okay, wir lassen den mal da. Obwohl, wenn die Drohnen hier wieder aufladen, dann gehen die... Die können auch hier aufladen gehen, oder? Ja. Wenn die Reichweite reicht. Okay, dann kannst du hier mal... Ach so. Ach, das heißt einladen? Tatsache, guck mal. Mit Rechtsklick kann ich dann was auswählen. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe,
und andere Dinge hier sind, dann kann ich die da einladen. Alles klar. Ausladen hier. Let's go. Tut mal was. Los, los, los. Boah, und der geht richtig, der wird richtig dreckig. Und ich habe übrigens gemerkt, dass ich in der letzten Folge vergessen habe, unser Logo auszuwählen. Aber das ist erstmal, das ist eigentlich eine Randnotiz. Oh, da funktioniert. Sehr gut. Wir haben hier übrigens ein Concrete-Lager, was ich jetzt ganz schnell mal deinstallieren werde. Und wir machen ein Betonlager. Direkt hinter das Teil, damit wir hier einfach nochmal so ein bisschen Platz haben. Und wenn wir schon dabei sind, könnten wir eigentlich hier gleich nochmal einen hinbauen. Why not? Das war das hier. Wo ist er denn? Tongue Extractor. 299. Was zum Henker war das denn? Ich würde sagen Komet. Meteoreinschlag. Aber das sind jetzt Rohstoffe, die sich die Drohne natürlich erstmal snacken. Also hier, Tatsache. Und die reparieren das Kabel wieder. Los, wir brauchen. Ach so, der Strom ist hier nicht durch hingemacht, sondern nur in diese Richtung. Das heißt, es wäre vom Vorteil, wenn wir das Kabel auch hier rumführen. Falls uns sowas nochmal passiert, damit wir einen zweiten Weg dahin haben. Verstehst du? Ja. Fehlerhafte Kabel 2, nicht funktionierende Gebäude. Das wird sich gleich wieder einloten. Oder einpendeln. Was auch immer man da sagt. Auf Hochdeutsch. Und das ziehen wir einfach mal gerade hin. So. Wurde hier schon was hingebracht? Ich denke nicht. Aber wir haben hier einen Drohnen-Hub mit 4 Drohnen. Drohnenlast hoch. Das ist ein Drohnenlast. Ich würde sagen, es sind alle im Auftrag. Es haben alle Aufträge. Dementsprechend brauchen wir. Ach so, ausgelastet hoch. Ah, ich verstehe. Okay. Dann hat die Rakete wahrscheinlich eine niedrige Drohnenauslastung. Die hier? Sektor scanned. 10 Drohnen. Ich denke mal, wir können noch mal ein paar hier unten zuweisen. Wir haben einen Sektor gescannt. Ich gucke mir das gleich an. Wir brauchen hier oben. Auf jeden Fall noch ein paar Drohnen für die Wartung dieser Gebäude hier oben. Aber auf jeden Fall nicht 10, die ganze Zeit nur drauf warten. Richtig. Deswegen würde ich mal sagen, wir arbeiten hier unten mal mit 7 Drohnen. Und gucken jetzt mal. Immer noch hoch. Ach, guck mal, wie der sich auflädt. Elektrischer Stuhl ist ein Scheiß dagegen. Okay, wir bekommen hier die Rohstoffe rein. Das ist sehr gut. Hier werden die Concretes gebracht. Wir brauchen 80 Concretes. Was haben wir da? Tägliche Produktion 24. Mhm. Wie sieht es hier eigentlich aus? Haben wir die ausgeladen? Die ist ausgeladen. Die wird refueled. Da haben wir 48. Sehr gut. Wir haben im Sektor gescannt übrigens. Anomalie gefunden. Wo ist mein Erkunder? So, und jetzt ist das Ding halt. Da genügen. Braucht er einen Drone-Hub, die großen? Nö. Der große, der dient ja selbst als Drone-Hub. Nein, aber ich meine jetzt der hier. Der braucht einfach Akku, nehme ich mal an. Du kannst ihn nochmal aufladen, bevor du ihn losschickst. Ich bin ja ganz nah hier. Ah, ja. Also, das sollte kein Problem sein. Okay. Sehr gut. Die nehmen hier die. Siehst du, das war jetzt das, was ich gemeint habe. Haufen Gesteinsabfälle. Und ich habe keine Ahnung, wie man die Gesteinsabfälle los wird. Vielleicht und hier, kann man es ja später wiederverwenden. Vielleicht, also vielleicht muss man das auch erst erforschen. Aber das ist nicht die einzige Kuppel, die man haben kann. Durch die Erforschung, durch manche Erforschungen, gibt es Upgrades. Also das heißt, irgendwelche Gebäude bekommen dann hier oben Upgrades, man kann die verbessern, man braucht weniger Strom etc., weniger Wasser. Und es gibt Upgrades, die hier in diesem Baumenü neue Gebäude zur Verfügung stellen. Wie zum Beispiel hier haben wir jetzt die WRS. Keine Ahnung, was das sein soll. Automatisches Speichern nehme ich natürlich auch gerne an. Wir haben immer noch keinen Strom.
Ja, es ist Nacht. Die Solarzellen kriegen keinen Strom. Die Batterien sind nicht besonders voll, würde ich sagen. Ja. Sind die beiden rechten Batterien getroffen? Okay, wir machen Windräder. Wir werden auf jeden Fall in Zukunft... in Zukunft Maschinenparts selber herstellen. Ah, ich vergesse das mit Shift. Shift war das, ne? Ja. Einmal drücken reicht wahrscheinlich. Also. Und dann wieder der alte Trick, vorne lang. So, und die werden auch gleich wieder gebaut. Wie sieht's denn aus mit unseren Rohstoffen? Polymer, elektronisch, Maschinenteile, Treibstoff, alles klar. Da die Rakete betankt wird, bleibt's hier. Natürlich bei einem Fuel. So, kriegen wir das noch hin? Oder eher nicht so? Ist auch ohne Strom. Herzlichen Glückwunsch. Okay, die Gebäude arbeiten wieder, Gott sei Dank. Und hier kommt man nicht hin wegen den Drohnen. Da kannst du ja deinen Drohnentypen, den Ach so, Rover den Rover schicken. Das ist, Der hat 4 Drohnen, das reicht. Den schickst einfach hoch und dann wird die Sache erledigt. Auf jeden Fall. Die ganzen Drohnen fahren jetzt rein. Es sind hier keine Drohnen mehr. Den Transporter brauchst du wahrscheinlich auch. Ah, guck mal. Ich brauche hier unten Akku oder Strom, wie das Ganze läuft. Ist hier irgendwo noch ein Kabel nicht mehr ganz? Hier ist Kabel dran, hier ist Kabel dran. Vielleicht ist einfach nicht genug Strom übrig? Hm. Huh. Das kann natürlich auch sein. Gespeicherter Strom, Gesamtbedarf, stündliche... Ah, ja, okay. Das ist, weil wir... den Betonextraktor gebaut. Ah, guck mal, jetzt kommt Strom wieder rein. Oder selten. Scheibe. Mach doch einfach den einen Betonextraktor aus. Dann haben wir genug. Du meinst, den erst später wieder einschalten? Ja. Das ist eine gute Idee. Hauptsache, das hier wird noch gebaut. Ja. Aber die Folge ist auch schon wieder fast rum. Ja. Ich glaube, wir bauen das einfach in der nächsten Folge. Weiß ich nicht. Sollen wir die Leute warten lassen? Was ist denn hier noch der Fehler? Ach so, weil der Rover weg ist. Okay, ihr könnt dann mal wieder hier hinfahren. Okay. Weißt du was? Ich schalte den wieder ein. Weil ganz ehrlich... So kriegen wir das in der Folge noch fertig. Hoffe ich doch. So. Kannst du schneller machen. Wie sieht es denn hier aus? Sector scanned. Anomaly found. Gefundene Anomalie. Sehr gut. Sektor J7. Wir haben schon wieder Metalle. Wir haben Konkret. Wir haben Wasser gefunden. Das ist auch sehr sexy, würde ich mal sagen. Alter, wie viel Konkret liegt hier, bitteschön? Ich würde sagen, genug. Ja, auf jeden Fall. Und eine Rakete ist da. Nee, die ist bereit zum Abschießen. Ah. Aber, das wäre natürlich geil. Sammle Exportgüter. Und Exportgüter sind die hier. Edelmetalle. Also das heißt, wir bräuchten hier oben Edelmetallextraktor. Wir müssten eigentlich... Also was sinnvoll wäre, ist, wenn wir hier oben, hier oder so, einen Drohnen-Hub haben, der hier das Ganze hier oben steuert. Haben wir denn noch einen Drohnen-Hub? Drohnen-Hub. Wo war das hier? Nein. Aber wir könnten nochmal eine Frachtrakete schicken. Haben wir nicht 3 Raketen gehabt? Und die wir jetzt zurückschicken, bringt dann die ersten Einwohner? Ja. Das wäre doch mal eine Sache hier. So. Nachschub. Wir brauchen eine Frachtrakete. Fertig bauen. Wir brauchen einen Drohnen-Hub. Vielleicht noch 2.
Ist aber mega kostspielig. Ach egal, wir haben es ja. Polymerfabrik, nein, danke schön. Drohnen. Machen wir 5. Maschinenteile nochmal. Je 10 von allem. Aber das ist nicht Maschinendingens. Das ist noch was anderes. Polymer nochmal 10. Nahrung brauchen wir momentan noch nicht. Metalle. Können wir Passagiere und Nahrung gleichzeitig senden? Nein. Dann brauchen wir wahrscheinlich die Nahrung in der Rakete vor dem Passagieren. Mhm. Und das wäre diese hier. Was? Nach dieser Rakete kommen ja schon die Passagiere. Vielleicht, vielleicht. Aber wir starten die mal. Und die hier geht halt mal leer zurück. Seine darf. Milestone achieved. Milestone achieved. Errungenschaft freigeschaltet. Hin und zurück. Sehr hübsch. Wie sie, Alter. Der Stapel wird immer größer. Aber wir haben 458. Und, ja. Der braucht Elektronik. Okay. So, wir gehen noch die Anomalie erforschen. Wir haben hier schon wieder konkret. Das ist unglaublich. So, und hier oben sind die Drohnen nicht mehr in Reichweite, weil die Rakete weg ist, ne? So. Aber wir kriegen ja einen Hub. Den können wir dann direkt in die Mitte vom Industriegebiet stellen. Ich wollte eigentlich hier schon Edelmetalle sammeln. Ja, wir haben noch 2 Hubs. Wie, wir haben 2 Hubs? Wir haben keinen mehr. Ich dachte, wir haben 2 Hubs bestellt. Nein, ein. Glaube ich, oder? Ich dachte 2. Und der Typ hat jetzt auch keine Elektronik mehr. Nicht genug Strom. Was ist denn los bei euch? Könnt ihr das mal? Auch Beton. Natürlich wird jetzt das andere bevorzugt, aber ich mache mal hier High Priority, damit wir hier mal so ein bisschen... Und ich weiß, dass die Leute schreiben werden, mach das auf der Anhöhe, die Windturbinen, da gibt es mehr Strom wegen Anhöhe, da windet es mehr, ist klar. So, haben wir denn hier Concrete noch irgendwo rumfliegen? Natürlich nicht. Jetzt wird die Maschine betankt, die Rakete hier. Sehr gut. Wir sind natürlich nicht mehr in Reichweite von dem Ding. So, jetzt kommt wieder Strom, zack. Das Ganze winkt wieder an zu arbeiten. Ha. Und wir haben 1250 Research-Punkte bekommen. Und in J6 gibt es wieder nur Concrete. Eine Anomalie. Sehr hübsch. Wir haben 2000 Beton gefunden. Ja. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Okay, hier wird fleißig abgebaut. Sehr gut, hier unten läuft das Ganze wieder. Ich hoffe, das hier wird jetzt endlich mal fertiggestellt. Ist klar, das Concrete natürlich. Aber es ist in Range. Siehst du das? Ja. Und es fährt eine Drohne dahin. Bringst du Concrete? Ja, herrlich. Sehr gut. Oh, ich will das in dieser Folge noch haben, Freunde. Es ist, ach komm, Verlängerung. Scheiß drauf. Dann haben wir wieder die Zeit von 2 Folgen. Ja. Deswegen waren die letzten 2 Folgen so getrennt, ohne Abmoderation, was ich eigentlich selten mache. Ihr müsst mir das in die Kommentare schreiben, ob ihr längere Folgen haben möchtet. Also länger als eine Stunde mache ich ganz bestimmt nicht, aber wenn ihr 50 Minuten für okay findet, dann kann ich auch längere Folgen raushauen. Es wird wie in der Nacht, es liegt an der Nacht. Weil, man sieht hier, Strom ist wieder low, aber wir haben unsere erste Windturbine. Erhebungsbonus, das meinte ich mit Hügel. 18%. Und wir brauchen auch Maschinenteile. Also das nächste ist eigentlich, wenn wir den Dom haben, Leute hierher zu bringen. Nahrung und die ganze Industrie, die im Dom drinne ist, das Ganze aufzubauen, anzukurbeln. Das hier. Ne? Und dafür braucht man halt einen Dom. Maschinen, Elektronik, Polymer kann man außerhalb machen. Könnte man eigentlich schon mal mit reinnehmen.
So, wir reden die ganze Sache mal. Und bauen das Ganze. Warte mal, braucht Polymerfabrik nicht Leute? Zu weit von Kuppeln entfernt. Ah, I see. Also die können dann im Raumanzug außen arbeiten, aber. Genau, die gehen. Ja, die gehen mit dem Raumanzug da rein. Es regnet gerade so ein bisschen. Ich wollte eigentlich ein. Bis ich mich hier mal auskenne, ey. Holy moly. Und dass jetzt hier das Stromkabel nicht da mit dem Dom in einer Linie. Das hier, das killt mich natürlich. Das killt mich on the inside. Also mach mich fix und fertig. Hier diese Ecke. Das ist nicht. Weißt du, dass es nicht Even Steven ist? Gefundene Anomalie. Keine Ressource. Hast du das gesehen? Nein. Das war ein Meteor, der da eingeschlagen hat. So, und wir landen unsere Rakete wieder hier. Die Rohstoffe bringt. Und den Drone ab. Und wir sind zwei konkret davon entfernt, den Dom fertigzustellen. Und da kommen auch schon beide. Ja. Pause. Oh Mann. Könnt ihr dem Typen mal helfen? Der ist ja ganz alleine. Dafür arbeitet er aber schnell. Ja. Boah, guck dir mal das Ambiente an jetzt. Hier. Diesen Pipes. Könnt ihr mal helfen? Nö, juckt sie nicht. Ey, das juckt die überhaupt nicht. Holy moly, Freunde. Und wir haben unseren Dom fertig. Milestone achieved. Milestone achieved. Und es bleibt spannend. Und wenn ihr sehen möchtet, wie ich das Ganze hier drin einrichte. Ihr ratet es, ja. Ihr müsst zurückkommen für die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zusauen. Warum sage ich immer Zusauen? Weil du so versaut bist. Ich habe schon in meinem Trans-Video gesagt, vielen Dank fürs Zusauen. Vielleicht wird das einfach mein Running Gag. Vielen Dank fürs Zusauen. Ja? Lasst mir ein Abo da, wenn ihr mehr sehen möchtet. Und die nächste Episode. Ich bin so gehypt gerade von diesem Spiel. Ja, euer Feedback wie immer in die Kommentare. Ida, Schlusswort. Wenn ihr uns persönlich kennenlernen wollt, schaut doch einfach mal auf den Teamspeak. Genau, bountv.nitrado.net. Und da können wir auch mal gerne mal zusammen was spielen. Und Fortnite, ja, Four Arts, Fortnite spiele ich wahrscheinlich nicht. Wenn, dann kommst du auf den TS und wir spielen das zusammen. Vielleicht mache ich es mal in einem Stream, aber Fortnite, habe ich noch nie was davon gehört. So, vielen Dank fürs Zusehen. Sauen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.